Hallo, ich bin Giovanni und ich spiele dieses Zauberinstrument, die Querflöte. Wenn du ungefähr 7 Jahre alt bist, kannst du schon damit anfangen. Vielleicht denkst du, die Flöte ist viel zu groß für mich. Aber mit einem Zaubertrick, wir können das Instrument verkleinern. Schau mal. Fli, fla, flu. Und klein bist du. Oh, jetzt war zu viel Magie. Es ist viel zu klein geworden. Das ist das Piccolo. Das ist der kleine Bruder der Flöte. Schau mal, wie es klingt. Ah, nett. Versuchen wir noch einmal. Vielleicht finden wir jetzt die Flöte für dich. Fli, fla, flu und groß bist du. Wow, das ist aber viel zu groß. Das ist die Altflöte, die große Schwester der Flöte. Schau mal, wie sie klingt. Schön, ganz schön warm und tief. Aber das ist zu groß für dich. Also, wir versuchen jetzt noch einmal. Fli, fla, flu und klein bist du. Ja, geschafft! Das ist das richtige Instrument für dich. Viel kleiner als der normale Flöte. Schau mal, wie sie klingt. Wunderbar. Die Querflöte, auseinandergebaut, passt in einen kleinen Koffer. Und du kannst es überall mitnehmen. Aber lasst uns schauen, wie die Flöte aufgebaut ist. Die Querflöte findet ihr zu Hause im Orchester, in der Blasmusik oder in kleinen oder großen Ensemble, aber auch in der Welt des Jazz und der Popmusik. Vor vielen, vielen Jahren Wolfgang Amadeus Mozart hat auch die magischen Kräfte der Querflöte erkannt und hat sogar ein Meisterwerk komponiert. Die Zauberflöte.